Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 11. Spieltag. Holstein Kiel gewinnt das Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg mit 3:2. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Cheftrainer Ole Werner und Mirza Zelimbegovic. Und das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer. Herr Werner, Ihre Worte zum Spiel. Ja, vielen Dank und hallo von mir. Ich glaube, ganz umkämpftes Spiel, insgesamt auch ausgeglichenes Spiel. Gab immer mal wieder Phasen, in denen Regensburg Oberhand hatte, gab Phasen, in denen wir es besser gemacht haben. Wenn ich in der ersten Halbzeit anfange, dann haben wir eine viel zu hohe Fehlerquote gehabt, damit dem Gegner eigentlich zu seinen Chancen auch eingeladen. So auch zum 1-0 für Regensburg. Wir haben dann gut ins Spiel gefunden, Kontrolle gewonnen. Sehr effektiv auch unsere Angriffe ausgespielt und in der zweiten Halbzeit war es eigentlich ähnlich, dass Regensburg den besseren Start hatte. Wir es dann wieder geschafft haben, auch gerade mit den Jungs, die reinkamen ins Spiel, das Spiel zu beruhigen, haben dann ein, zwei Chancen, gerade durch Josh, mit denen wir wahrscheinlich dann auch das Spiel entscheiden können. Auf der anderen Seite gibt es auch ein, zwei Szenen, wo wir Glück haben, dass Regensburg nicht schon früher den Anschlusstreffer erzielt oder ja, vielleicht das Ganze vorher noch mal heiß wird. Was uns klar war, ist, dass das Spiel beim 2-Tore-Vorsprung, wenn es damit in den letzten paar Minuten geht, nicht entschieden sein wird. So war es dann auch. Und das ist einfach etwas, was wir hier letztes Jahr erlebt haben, was wir auch in der Zukunft besser machen müssen, dass so ein Spiel bei dem Spielstand nicht nochmal wieder heiß wird, dass du es vorher entscheidest oder wenn du es eben nicht entscheidest, dann zumindest aufmerksam zu Ende spielst. Und das ja, hat uns heute dann nicht erwischt, das hat heute gereicht. Ja, es war insgesamt auch ein gutes und ein vernünftiges Spiel von uns, aber diese Schlussphase hätten wir sicherlich ruhiger gestalten können, wenn wir das Spiel vorher entschieden hätten oder eben in diesen ein, zwei Situationen auch bis zum Ende aufmerksam geblieben wären. So sind drei Punkte für uns, die hart erkämpft sind, die hart erarbeitet sind, die aber unterm Strich auch nicht unverdient sind, weil meine Mannschaft ein gutes Auswärtsspiel gemacht hat und jetzt geht es darum, möglichst schnell den Fokus auf Nürnberg zu richten, ja, wenig Zeit das Spiel vorzubereiten und insofern ja, helfen uns die drei Punkte natürlich dabei, ja, aber dennoch geht es jetzt weiter und geht von Neuem los und da liegt ab jetzt unser Fokus drauf, ein möglichst gutes Spiel am Mittwoch zu machen. Vielen Dank und ja, dem Jan alles Gute für die weitere Saison und schönen Abend. Danke, Ole. Dann mache ich gleich mal weiter. Ich habe drei Fragen von Marco Nehmer von den Kieler Nachrichten. Die erste ist, aus welchen Erwägungen ist Zerra heute draußen geblieben? Ja, wir haben uns für Lee entschieden in der Spitze, weil wir da vorne jemanden haben wollten, der ja, sehr beweglich ist, auch immer mal wieder sich weit ins Zentrum fallen lassen kann. Und darüber hinaus wollten wir auch Haupe von Beginn an die Möglichkeit geben zu spielen, weil er sich das über einen langen Zeitraum jetzt im Training auch erarbeitet und verdient hat. Und so waren mehrere Faktoren jetzt heute, die zusammenkamen, die uns dazu entschieden haben. Was man aber auch sagen muss, und das war eigentlich auch so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir einen ähnlichen Spielverlauf haben werden, wie wir ihn jetzt heute erlebt haben oder wie wir ihn auch in unserem Heimspiel gegen Düsseldorf hatten, als Janni auch von der Bank kam. Und so kam es dann eben glücklicherweise heute auch oder durch die Arbeit, die wir bis dahin gemacht hatten, dass wir in Führung lagen, dass es dann darum ging, gegen einen ja, sehr, sehr aggressiv und hochpressenden Gegner auch Bälle in der letzten Reihe zu sichern. Und dann war es auch gut, dass wir Janni bringen konnten. Und Janni hat ein super Spiel nach seiner Einwechslung gemacht und eben das Spiel auch mit beruhigt. Insofern ist das heute aufgegangen und die Jungs auf den einzelnen Positionen haben einen guten Job gemacht, egal von Beginn an oder von der Bank. Dann, du hast vor dem Spiel von Phasen der Kontrolle gesprochen, die ihr weiter ausdehnen wollt. Wie viele Phasen hast du heute davon gesehen? Ja, ich habe jetzt keine Strichliste gemacht, das geht ja auch manchmal hin und her oder es sind auch manchmal Phasen ausgeglichen, aber ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen versucht zu umschreiben, dass die Startphase in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit ganz klar ja an Regensburg gehörte, wir eigentlich danach jeweils Phasen haben, in denen wir es gut machen, in denen wir es auch vernünftig kontrolliert haben und ja, die Schlussphase ist dann nochmal so, wie es in einem engen Spiel dann häufig kommt, eben natürlich auch eher eine in der Regensburg dominiert hat und nochmal zu Chancen kommt. Aber insgesamt habe ich hier schon für ein Auswärtsspiel auch viele Phasen mit einer guten Dominanz von uns wahrgenommen und bin, was den Punkt angeht, eigentlich heute sehr zufrieden. Und die letzte Frage, ein Wort zum Duo Lee Bartels und ihre Leistung. Geht da einem als Fußballästhet das Herz auf? Ja, Fußballästhet, keine Ahnung, ob ich Fußballästhet bin. Auf jeden Fall war es heute wichtig, dass die beiden in den entscheidenden Situationen eben halt dann auch ihre Füße im Spiel hatten. Ja, die Jungs haben es dann gut ausgespielt, aber auch in der Entstehung der Treffer sind eben andere Jungs entscheidend. Ja, Niklas Hauptmann, der einen Ball gewinnt im Zentrum, eine gute Verlagerung über mehrere Positionen vor dem 1-1. Und insofern ist es immer so, dass wir als Team auftreten, dass wir alle Teil eines Teams sind. Und auch die anderen Jungs haben heute ihren Teil zu den Toren beigetragen und eben halt auch insgesamt als Mannschaft ein vernünftiges Spiel gemacht. Die beiden sind Teil einer Mannschaft, so verstehen sie sich auch, wir sind froh, sie zu haben. Aber wie gesagt, wir gewinnen immer die Spiele zusammen und wenn es mal schief geht, dann ist es auch etwas, was wir zusammentun.
Dann vielen Dank an Ole Werner. Ich übergebe das Wort an Mercer Cilipingovic, dein Statement zum Spiel. Danke. Danke und hallo auch von meiner Seite. Ja, glaube ich, sehr ansehnliches zweite Bundesligaspiel. Wir haben richtig gut begonnen. Das hohe Tempo. Gegner hat es versucht, hinten rauszuspielen. Wir haben richtig Druck aufgebaut in ein paar Phasen und haben auch ein paar Balleroberungen gehabt, die wir auch nicht immer sauber dann rausgespielt haben, aber sind wir, glaube ich, verdient 1-0 in Führung gegangen und dann ging es schon hin und her. Man merkt schon, dass diese Mannschaft in Kiel einfach eine Selbstverständlichkeit hat, eine Selbstvertrauen und Selbstsicherheit im Ball zirkulieren, dass da einfach schwer ist, immer die vom Tor wegzuhalten. Wir haben das also irgendwann bis zum 1-1, glaube ich, ordentlich gemacht. Wir haben vom 1-1 auch zwei, drei richtig gute Sachen gehabt, wenn wir im 16er durchbrechen, wenn wir einen Mann finden, dann könnte noch brenzlicher werden. Ja, und dann haben wir leider einen Fehler zu viel gemacht. Nach dem Einwurf in Mittellinie kriegen wir 1-2 und dann gehen wir in Halbzeit, glaube ich. Ja, wussten auch nicht, warum wir da hinten liegen, aber war es auch nicht ganz unverdient, weil diese Phase, diese 10 Minuten waren nicht gut von uns. Wir haben dann umgestellt und dann war es besser. Zweite Halbzeit haben wir uns einiges vorgenommen, wollten Ausgleich machen und waren drauf und dran, waren richtig gut im Spiel und dann ja, machen nochmal einen Fehler. Dann bist du 1-3 hinten und gegen so eine Mannschaft ist das brutal schwer, nochmal sich reinzukommen. Wir haben unsere Chance gehabt und dann sind wir einfach all in gegangen. Dadurch entstehen Räume für Gegner, die das richtig gut gemacht haben, aber zum Glück keinen vierten Treffer gemacht haben und wir haben dann geschafft, trotz alledem am Ende dieses Spiel nochmal Spannung zu geben. Also Mannschaft können wir gar nichts vorwerfen, die haben es alles probiert. Wir haben einfach ein paar Fehler zu viel gemacht. Wir sind fast 126 Kilometer, 1000 gelaufen. Also das ist schon brutal. Das zeigt einfach, wie viel Tempo in dieses Spiel war, wie Kiel das gut gemacht hat mit Ball und wir waren immer drauf und dran und die haben das mutig gemacht. Abhaken, weitermachen. Wir müssen diese Fehler einfach abstellen, dass uns das nicht passiert, dass wir in Phasen, wo es eigentlich wir am Drücker sind, den brutalen Fehler machen und den dritten Tor kassierst oder zweiten auch. Jetzt geht es um Erholen, möglichst schnell erholen. Am Dienstagabend geht es weiter. Und Kiel, Glückwunsch zum verdienten Sieg. Alles Gute weiterhin. Gute Heimreise. Vielen Dank. Dann kommen wir noch zu den Fragen der Journalisten. Von Fabian Rossmann: ist bei Max Besuschkow ein längerer Ausfall zu befürchten? Wie sehr hat er euch speziell im Spiel von hinten heraus gefehlt? Das Stromaus war nicht so lange. Okay. Aber so ist, das geht wieder schnell an bei uns. Nochmal zur Frage, jetzt war mal kurz. Genau, ist bei Max Besuschkow ein längerer Ausfall zu befürchten? Wie sehr hat er euch heute speziell im Spiel von hinten heraus gefehlt? Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass er lange ausfällt. Wir hoffen oder haben Hoffnung, dass er am Dienstag schon mitmischen kann. Und ja, das ist einfach so. Wir haben das die letzten Wochen ein bisschen Pech, dass wir immer wieder umbauen mussten. Jetzt haben wir wieder auf 6 was Neues machen mussten. Das ist natürlich, bringt so ein bisschen Automatismen durcheinander und vielleicht ein Ballsicher, die Max hat diese Ruhe und Übersicht, haben wir heute nicht in diese Form gehabt, aber die Jungs, die gespielt haben, waren was anderes auch und das war auch wichtig, was Oli da für die Wege gemacht hat. Ich hoffe, dass er am Dienstag dabei ist und dann schauen wir mal, wer spielt. Dann von Frank Linkesch: wie wollen Sie in Heidenheim die Sperren von Nachrein und Weckeser kompensieren? Mit zwei anderen Spielern. Wie sehr ärgern Sie die individuellen Fehler bei den Gegentoren? Es ist immer ärgerlich, wenn du Gegentor kriegst und vor allem, wenn du so selber da wirklich einen großen Anteil hast. Und ich weiß, dass das Jungs selber noch mehr ärgert, aber das ist halt im Fußball so. Ohne Fehler passieren keine Tore und dann wäre Fußball auch nicht das, was er ist. Wir hoffen, dass wir nicht oft diese Fehler machen, sondern dass wir einfach irgendwo anderes Fehler produzieren. Aber es gehört dazu. Dazu noch zwei Nachfragen von Felix Kronawitter: wie sehr hat es dich geärgert, dass es mit einem 1-2 in die Kabine gegangen ist? Dass ihr mit 1-2 in die Kabine gegangen seid und beim 1-2 gab es einen Ballverlust nach eigenem Einwurf. Dem 1-3 ging ein folgenschwerer Fehlpass voraus. Das war in dieser Saison schon ein paar Mal der Fall. Wie bewertest du das und wie willst du
Abhilfe schaffen? Das war jetzt viel. Ich habe schon erwähnt, wir haben im zweiten Tor aus einem kapitalen Fehler gemacht. Wir haben Einwurf gehabt, wir haben da mal quer gespielt, dann Zweikampf zugleich verloren. Dann sind wir nicht gleich rein im Zweikampf von hinten, sondern haben ein bisschen nach hinten absichern wollen und die machen das dann überragend. Also muss man auch sagen, die Fehler machst und die werden auch provoziert vom Gegner und darf man auch nicht vergessen, dass die auch ein richtig gute Jungs drin haben, die das auch gut gemacht haben. Die haben uns dann bestraft, also bis zum 3-1, glaube ich, waren nicht viele Torschancen. Also bis zum 3-1 können wir schon von brutalen Effektivität von Kieler sprechen. Danach haben die ein paar hingelassen, aber es ist immer ärgerlich, wenn ich in Kabine in Halbzeit gehen muss mit einem Rückstand. Tröstet es dich etwas, dass ihr in der Nachspielzeit eure Ausbeute mit Blick auf die erfolgreichen Standards zumindest ausbauen konntet? Es gibt schon ein paar Dinge, die mich positiv stimmen, also dass wir Tor gemacht haben, zum Beispiel, dass wir nicht aufgegeben haben, dass wir bis zur letzten Sekunde glaubten, dass wir trotz wirklich einem brutalen, guten Spiel von Kiel, dass wir immer an unsere Stärken glaubten, dass wir das irgendwie Anschlusstreffer erzielen können, ob das nach Standards ist oder nicht, also brutaler Trost ist das am Ende nicht, weil wir haben ein Spiel verloren, die wir unbedingt nicht verlieren wollten. Dann zwei Nachfragen noch von Fabian Leeb. Warum waren Lee und Bartels heute nicht zu stoppen? Ich glaube, dass die richtig gut sind. Das haben wir heute auch gesehen und die waren in ein paar entscheidenden Situationen sehr gut und sehr clever. Die haben einfach Qualitäten, aber es war jetzt nicht so, dass die das ganze Spiel keine Zweikampf verloren haben. Und Sie sind unmittelbar nach Spielschluss zum Schiedsrichter. Was hatten Sie mit ihm zu besprechen? Ja, das mache ich immer. Ich gehe zum Schiedsrichter, gebe ihm Hand und wünsche ihm eine gute Heimreise. Dann sage ich vielen Dank für die Statements und sage noch einen schönen Samstagnachmittag und wünsche den Gästen eine gute Heimreise nach Kiel. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.